Hallo ihr Lieben, wir machen heute selber Butter und aus dieser Butter machen wir eine Dill-Knoblauch-Kräuterbutter. Wir haben gestern gekauft beim Hit runtergesetzte Bio-Sahne von Rewe und da machen wir jetzt Butter draus. Hast du einen kleinen Löffel genommen? Ja. Da machen wir Butter drauf. Hier habe ich frischen Dill, hier habe ich Kräuter, also selbst gemischtes Salz. Und wir legen mein Knoblauch auch noch ein. Genau, das wollte ich noch machen. Jetzt irgendwie schlägt die Sahne zu Butter. Oh, guck mal, ist das schon Butter oder ist das der Das Rahmen? ist Rahmen, glaube ich. Echt, kann ich mal kosten? So, und die Butter schlagen wir so auf, wie sie ist. Da machen wir auch noch nichts rein. Ich werde mir hier meinen Dill zupfen. Also für alle, die nicht wissen, die Sahne schlägt man so lange, bis sich das Fett trennt, ne? Ja. Also die Molke und das Fett sich trennen und erst dann wird Butter. Also so lange schlagen, bis ihr seht es dann schon, wenn es Butter wird. Jetzt wird es Butter, ne? Das muss ich jetzt hier rausnehmen. So, die Molke nicht weg, die kann man trinken, die Molke. Das geht auch. So, genau. Muss mein Knopf, mein Öl wegpacken. Ja. So, da gießen wir das jetzt rein. Warte, 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 warte. So. Das muss jetzt erstmal ausgedrückt werden.
Alles gut. Kommt nichts mehr. Die Molke nehmen wir weg, die können wir trinken. Aber nicht jetzt. Genau, super. Siehst du? Das ist unsere Butter, Leute. Super. Aber kannst du mal sehen, was davon übrig ist? Also es lohnt sich nicht, Butter. Das sind, nee, das lohnt sich nicht. Wollen wir sie mal wiegen? Was für, wie viel Gramm jetzt aus 500 Milliliter Butter rausgekommen ist? 160 Gramm Butter. Also es lohnt sich nicht, ne? Nein, also nein. Was sind 160? Also machen wir 90 Gramm Kräuterbutter und 90 Gramm Knoblauchbutter. Ah, 77. Nee, muss ich hin. Wir gehen nicht, 88. Wir gehen nicht raus. 90. So, daraus machen wir Knoblauch und hier machen wir eine Dill-Knoblauchbutter. Genau. Das können wir machen. Dann machen wir jetzt, ich mache bitte so. Ja, ja. Grob. Ja, ja. Ne, also. Ja. Ja. Na? Hier kommt auch Knoblauch mit rein. Aber hier kommt mehr. Klar, ist immer mehr Arbeit, aber letztendlich wissen wir, was wir haben, ne? Keine Chemie, kein Misch drin, ja, also. Lass mal, lass mal. Ich mache hier jetzt den Dill noch gleich mit rein. Ich mache jetzt Dill. Muckel. Ja, der will raus. Der will raus, ja. Aber jetzt noch nicht, Maukel. Muggel, noch nicht, Schatzi, nachher. Oder hast du mir runterzubringen? Wer werdet mal sehen will, dass er immer raus will, geht mal heute auf unseren Food Hall. Da könnt ihr sehen, dass er immer raus will. So. Und ja. Kannst du schon mal so ein bisschen, ich mache mal ein bisschen Salz mit rein, unser, mein selbstgemischtes Salz. Ja, da ziehe ich meinen Handschuh an. Willst du mit dem Finger? Ja. Nicht mit der Gabel. Nein. Bleibst du nicht alles am Handschuh kleben? Glaube ich nicht. Naja. Machen wir auch was drin. Machen wir was einfach. Ja. Bleibt nicht kleben. Okay. Geht das? Ja, ne? Geht gut? Ja. Okay. Hupsalat. Machen wir das hier mal drin. Ja. Okay. Dann mache ich das erstmal. Hier ist nichts mehr. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Okay. Dann machen wir hier weiter. Ich mach die zusammen. Formen. Genau. Ich koste sie gleich mal, Maus. Zeig mal kosten. Zeig mal deinen Finger. Super. Mmh. Oh, super. Oh, lecker. Oh, lecker. Super. So. So. Ich würde sagen, ist gut so. Alles gut, dann können wir sie hier drin machen. Doch gut so. So, ist gut. So. Das ist die Dill. Hier rein da. So.
So. Deckel. Ja, das sieht man ja. Was es ist. Ja, das sieht man, was das ist, natürlich. So. Das ist jetzt die Butter aus Kalkutta. Ja. Jetzt habe ich hier meinen Knoblauch. Da mache ich natürlich auch Salz rein. Diese leckere hier. Frag mich nicht, was da alle drin ist. Kann ich dir nicht mehr sagen. Gewürz nach Belieben. Ja, da sind etliche gemischte Salze drin, die ich so geschenkt bekommen habe. Da habe ich mal die Idee gehabt, ach komm, mach doch mal alle zusammen. Und ja. Hm, 9 Löffel. Ein bisschen kann noch rein, ein bisschen Salz. So. Genau. Ja. Bitte. So. Und das ist mein Knoblauch, was ich dann immer so nehme zum Kochen, zum Machen, zum Tun. Ja, ist schon klein gemacht mit dem Öl, mit Olivenöl. Gar kein Thema. Wunderbar. Hält sich ewig. Und machen wir noch den Deckel sauber. Den Rand sauber. Hält sich ewig. Und ja. Das ist meins. Mein Knoblauch, was ich mir einlege in Öl und bei Bedarf nehme. So, das war's, Leute. Hier werde ich mir noch ein bisschen Salz machen. Vielleicht nehme ich euch auch noch damit, weiß ich nicht. Aber das war jetzt erstmal die Dill-Knoblauchbutter, Knoblauchbutter und die und mein Knoblauchöl. Hier mache ich noch ein bisschen Salz und noch ein bisschen Dill brauchen wir für den Fisch nachher. Das war's. Bedanke mich fürs Zusehen oder wir bedanken uns fürs Zusehen. Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss.